Hallöchen, liebe Leute. Willkommen zurück zu Tom mit dem Rikus, wie üblich. Hallo! Ich muss mich und euch nochmal ganz kurz abholen, was da alles passiert ist. Wir haben vor kurzem uns geoutet als Hacker. So, also Tiger Lily und ich haben uns ja einmal der Gruppe geoutet und haben gesagt, dass wir im Hintergrund immer wieder ein bisschen nachgeholfen haben, um die Siege zu kriegen, die wir so erreicht haben. Manche waren nicht so wirklich zufrieden damit, manche haben schon teilweise davon gewusst, Nylock unter anderem. Und Nylock. Und ja, aber im Endeffekt, dadurch, dass wir uns, sage ich mal, in den Wochen, wo wir jetzt unterwegs sind mit der Gruppe, gut gestellt haben, sage ich mal, mit den meisten, hat man sich dann einmal darauf geeinigt, dass man jetzt beobachtet, was wir so machen und ja, so eigentlich im Guten, sage ich mal, eher verlassen das Ganze. Und jetzt gibt es allerdings wieder ein paar Aufgaben. Wir haben jetzt ein neues Gebiet erreicht und jetzt gibt es anscheinend der ganze Clou von dem Gebiet ist, möglichst viele Sidequests zu machen. Und jetzt haben wir viele Sidequests bekommen. Und ja, in dem Sinne haben wir von jedem wahrscheinlich jetzt eine Quest bekommen, von jedem Mitglied. Und ja, ich sag mal im Groben, da würde ich jetzt auch nicht großartig drüber lesen. Da gibt es bei jedem wahrscheinlich was mega Eigenes. Oh, von You Know Who sogar. Es ist sogar die Frage. Oh, hat sie das an alle geschrieben? Warte mal. Hey guys, it's Tiger Lily. Figured how, now that you're all up to speed, I'll let you know the same kind of updates I've been letting our little Whitehead know about. Oh, jetzt schreibt es an alle, Ja, sozusagen. cool. Okay. Aber die Identität und alles, okay. I did a little more digging around and on what Zedo's next move is, and apparently I've got some blame to take. He's pretty butthurt about the fact that I joined up with you guys. Guess he kept a close eye on the other teams going up against the Cast of Dreams the other day. He's whipping out the big guns on hiring a whole team's worth of hackers to take up the last spot in the competition. Okay, also werden wir irgendeine Hackertruppe als Gegner haben, vielleicht später. There'll definitely be a major obstacle. Stay alert while you're on out on missions this week. Okay. Okay, ja, dann gehen wir erstmal ein nach dem anderen durch. Einmal hier irgendein Schiffbruch-Level mit Alphons. Mit Nylock! Aber ja, auch nochmal ein Personal Favor. Bin ich mal gespannt. Vielleicht hat es auch mit seiner alten Gilde zu tun. Lagoon Level mit Curvifer, okay. Ist ja alles irgendwie Strand-Theme jetzt bei dem nächsten Gebiet und vulkanisch und Ja, sehr so. cool. Von dem her bleiben wir mal gespannt. Ich würde einfach mal von oben nach unten arbeiten. Sprich, wir fangen mit Alpha an und dann Einverstanden. gucken wir einfach mal. Yar, Matey! I'm coming along for this one. Ja. Jetzt schauen wir uns mal an, was da so jetzt geht. Wir haben schon lange kein Turm mehr gespielt. Der Rikus war zwischendurch mal krank. Wir haben da Ja, mal leider. Pause Weil gemacht, zwei ungefähr. Wochen Totalausfall, eigentlich sogar ein bisschen mehr. Also 2 Wochen total und eine Woche so ein bisschen Nachwirkungen. Ja, und in dem Sinne, wir müssen uns selber wieder ein bisschen abholen, was alles noch zu machen ist und alles. Genau. Today is Tuesday, Genau, mittlerweile ist June der 23rd. 23. Juni und The Uhrzeit current time is ist nach wie vor. So, und ich gucke mir mal ganz kurz die Jungs und Mädels hier an. Die finde ich süß. Der walkt irgendwie. Wieder viele, viele Charaktere unterwegs. Wir haben eines Tages eigentlich die Hoffnung, dass in diesem vierten Gebiet jetzt demnächst irgendwann mal mein Charakter auftauchen Der sollte. Roboter mit dem Umhang sieht geil aus. Der Roboter mit dem Umhang, den wollte ich auch gleich anschwätzen. Den fand ich auch super. Aber Oh, übrigens, Partnerlook. Ah ja, stimmt, ja. Nur ein bisschen mehr Mädchen halt. Ein bisschen mehr Mädchen halt. Ich habe gestern mal wieder ein bisschen Smash gespielt online Okay. und habe wieder gemerkt, wie nervig das gegen manche Leute ist, weil die so sehr laggen. Und dann habe ich wieder festgestellt, dass die Leute, die so laggen, dann auch noch die sind, die ganze Zeit nur spammen. Das ist Ja, so das traurig. ist leider, das eine hängt mit dem anderen zusammen, ja, das merkt man Hey, Ja. Citron Shipwreck today. Got any tips for things to be on the lookout for? Oh, that place is fun. There's a whole bunch of treasure ships scattered all around. It's perfect for exploration. Yeah, but mixed Aber, into those treasure achso. boxes are some mimicrabs. They're way tougher than the Schränkwatsch. Mimic clusters in Morganite Valley, so take them out with a technical attack. Fast. Thanks. Okay. Ja, nur ganz kurz. Ich habe dann halt aber Pyra Mythra ins Elite gebracht, was ein bisschen gedauert hat. Und Kazuya waren zwei Kämpfe. Ja, Kazuya ist so ein Vor allem Charakter. Der spielt sich fast wie von Kazuya selbst. gegen Pichu. Oh Das ist so, ich Gott. habe noch nie so was Unfaires gesehen. Ich brauche Ach. nur Smash drücken die ganze Zeit. Es tut mir ja schon beim Hören, tut es mir ja schon Das leid arme ums Ding. Pichu. Das arme Ja. Ding. Ja, quatsch weiter mit den Leuten. Ich wollte es nochmal kurz einwerfen. Heard of any new guilds that are entering this final regional event? There's one guy I'm definitely keeping my eye on. Goes by Neo Mutant.
He hadn't entered any of the previous events. In fact, I think he only just formed his guild of four players the day before this one started. Das ist wahrscheinlich dann die Truppe, die uns aufhalten soll jetzt sozusagen. Ja, dann müssen wir quasi die unbedingt besiegen, weil sonst kommen wir ja nicht ins Finale, ne? Richtig, ja. Neo-Mutant, huh? I'll remember that, thanks. Man, oh man! Did you believe that the end-all be-all actually makes time to just go out and play against peons like us? Cooles Design, finde ich irgendwie. Ich stehe auf den Bart irgendwie. Ja, irgendwie cool. That was pretty unbelievable. I hear some people get scared and run off when they see him, but I'd jump at the chance to take him on. I'm not the only one. Wenn die nur wüssten. Everyone thinks I'm just a conspiracy theorist, but the lore of this game makes me think that the Neck Kings are the real bad guys here. There's all these finer details in their history that seem glossed over. Never overlook what could be a clue to the truth. Wow. Das ausgerechnet der Roboter, der eine Conspiracy-Theoretiker ist. Sehr geil. Thanks for the advice. Also, trust me, you're probably not the only conspiracy theorist around here. Stimmt schon. Hey, have you run into a glitch where suddenly the elements get reversed? Like a crystal attack causing. Die sieht gleichzeitig niedlich und böse aus. Das ist richtig, ja. A friend of mine swears that happened to him this morning. I'll keep a lookout for that. Thanks for letting me know. Jetzt haben wir von irgendeinem Glitch in Anführungszeichen gehört, aber das wird wahrscheinlich ein Hack sein von den Black Hats, der dein Element quasi umdreht. Also sprich, dass du gegen, wenn ich natural wäre, dann würde ich jetzt Feuer werden sozusagen, weil das effektiv gewesen wäre und so. Ist schon fies, aber wir sind ja Hacker, wir können da debuggen. Mount Mulberry is gonna be erupting at the end of the week. So before genau, das ist so mehr oder weniger das Problem von dem vierten, Dungeon von der vierten Welt. Demnächst wird irgendein Vulkan hier ausbrechen und die Leute sollen in Sicherheit gebracht werden. Ja. Und ja, deshalb machen wir alle möglichen Nebenquests hier. Die finden die immer noch mega süß, diese komischen Irrlicht-Turbanträger da, die sind irgendwie süß. Hat so ein bisschen was von Zelda, wenn ich jetzt so ein bisschen drüber nachdenke. Also diese komischen Magierviecher aus dem ersten Teil. Halt so ein bisschen Richtung Aladdin. Stimmt, ja. Okay. Genau, und da jetzt den neuen geilen Scheiß, unter anderem Mana-Schein, das einfach komplett das Mana von der ganzen Gruppe heilt. Jetzt würde ich also erstmal ein bisschen warten mit dem ganzen Thema. Ich bin mal kurz gespannt, was macht ein... Ach, die machen wahrscheinlich nur kurzzeitig mehr Stats für kurze Zeit. Ja, okay. Eins davon haben wir schon mal bekommen. Okay. Weil wir würden langfristig natürlich gucken, dass wir die Resistenzen kriegen für jeden Spieler, für jeden Charakter. Wenn das irgendwie möglich ist, das halbwegs nebenbei einzubauen. Dass jeder quasi auf alles resistent ist, auf dieses Freeze und so weiter. Weil Freeze finde ich unter anderem extrem gefährlich. Paralyse finde ich jetzt nicht mal so schlimm. Es war doof, dass du ab und zu mal ein paar Turns verlierst, aber Freeze kann dir halt ganz schön in den Arsch beißen, wenn du halt zwei, drei, vier Züge gar nichts machen kannst und du bist ein Heiler oder irgendwas. Dann ist das halt. Ja, vor allem wenn halt mehr. Also ich finde am schlimmsten sind immer noch dieses Blümchen-Ding. Das ist, ach, das Blümchen-Ding ist auch ziemlich fies, ja, das stimmt. Es ist völlig krank. Wenn alle halt zum. Das hatten wir ja das eine Mal, wo alle dann Blümchen waren und wir nichts mehr gegen tun konnten. Stimmt, ich erinnere mich an der Stelle, ich glaube, wir haben sogar schon unseren nächsten Skill schon gelernt gehabt, ja. Weiß ich aber selber nicht mehr, was wir gelernt haben, aber das werden wir dann wieder rausfinden. Ich weiß es auch gerade nicht mehr. Ich mach mal kurz mal einen Dummy-Fight, mal einfach mal kurz gucken. Einfach mal kurz probieren, weil ich wüsste zumindest gerne, wenn ich denn demnächst irgendeinen Kampf hab. Ach, das ist das Ding. Ich glaube, ich weiß es wieder. Ach, stimmt. Ah, das war cool. Ja. Das war cool, ja. Okay, alles klar, ich weiß es wieder. Passt. Der einzigste AOE-Angriff, den ich überhaupt habe, neben Backervogel. Na, und Bomben, mehr oder weniger. Und Bomben, also, ja. Ja gut, ist jetzt nur so halbwegs AOE. Genau, jetzt gucken wir mal gleich, dass wir zu Alpha auf jeden Fall rübergehen. Ich würde das mal hier mal kurz den hier machen. Dann gucken, dass ich gut ausgestattet bin, dass Alpha gut ausgestattet ist. Von den Artefakten her. Ja.
Weil der sieht noch ein bisschen mager aus, der Bursche. Ich glaube aber, so viel kann ich tatsächlich gar nicht machen. Du hattest doch letztens sogar schon mal dich rangesetzt, oder? Ich habe mich schon ein bisschen rangesetzt tatsächlich, aber guck, ob ich mal hier fix irgendwie noch mal ein klein bisschen was nachbessern kann. Aber ja, der wirkt halt relativ offensiv. Ich dachte, vielleicht kann ich da ein bisschen mehr Defense einbläuen, aber alles nur zu leiden von der Attack tatsächlich. Das ist schlecht. Naja, gut, was soll's. So, jetzt ist die Frage, muss ich hier hin oder muss ich da links rüber? Das werden wir noch gleich sehen. Er weiß das schon. Er weiß das schon so genau. Ich bin richtig. Hey! Oh, Tiger Lady ist auch da. Ah, scary. Yes, I am. Is about it? Steph said three's enough for one of these, right? Actually, I think she might even be joining us. Ganz schön gut besetzte Truppe. Late? Probably? Nah, just in time. Or we summoned you by saying your name. Either way, thanks for coming. Das ist wieder Quatsch. Just came from a quick mission I tried to do on my own to add a little more to our totals. But yeah, so the details I got on this one involve a little treasure hunting. Should be a raft nearby to take us to the right NPC so we can officially start. It's a little sailor's spirit guy. Gotcha. I'm down with spooky ghost adventure. Let's do it. Okay, also sind wir an der Stelle die vier. Das ist eine ziemlich gute Truppe, muss man sagen. Also, ja. Ziemlich solide Truppe. Bin mal gespannt. Ahoy there! Ahoy there! To the shipwrecks, take one of our trusty rafts. Don't fret too hard about getting lost out at sea. You'll be given a choice in which direction to take at each pass. Okay. Ah, da könnte ich die Gruppe ausstatten. Aber ich habe die Gruppe schon einmal gut ausgestattet, das weiß ich auch noch, ja. Ich habe dann einmal mich bei jedem Mal kurz hingesetzt und mal komplett geschaut. Ja, passt. Hab ein gutes Gefühl. Ja, Tom, wow. Lange ist es ja auf jeden Fall. Ewig, ewig. Oh, da ist der große Dicke. Wow, just when you think you've seen everything. Ja. Unser sehr sympathischer Kerl, der eigentlich nur gewinnen will und das mit allen Mitteln sogar Hacker anwirbt, dass die Konkurrenz weg ist. Krass. Ist so lächerlich. Oh, pardon me. Just because the campaign's still going on doesn't mean I can't enjoy some casual play. But if I may be so bold, ahem, is this how you get your kicks these days? Rolling with amateurs. Yeah, so sorry to disappoint you. No disappointment. Really, I just think it's hilarious. Here, I thought we were on equal ground, but no, you got a whole army of hardcore fans to back you up now. I better watch out. Sein Arsch. Can we just go? I'm okay with that. I don't have the time or the stomach for this. And you must be the esteemed leader of the Dandy Alliance. Oh, excuse me. The Dandy Alliance Plus. I apologize for my old pal's horrendous name suggestions, but please, don't let me stop you from your very important adventure, I'm sure. Ist ja wirklich geschrieben, um unsympathisch zu sein in dem Moment. Ja, okay, ist echt so. Oh, look, a raft. Let's be off, guys. Wow, komplett ignoriert, den Jungen. Ja, also ist eigentlich so direkt. Müsstest du wirklich vorbeigehen, ohne auch nur ein Wort zu sagen? Komm, hat's ja gut gelöst an der Stelle, finde ich gut. Damn, that was ice cold. Like, me levels of cold. Only reason I have the gall to say stuff like that is because I just don't care about the guy. He's not worth wasting your breath on, but he is still worth worrying about. No idea why he's out here, but we should stay alert. Like I said in that email, now that he knows I'm aligned with the biggest thorn on his side, he's got people out on the field to be thorns in our sides. I know the risks. I just can't let any of them get to me. We'll cross that bridge when we get to it. For now, let's just focus on what's right in front of us. Geister-Skelett-Typ. Captain Gaspy, my name. I seek a death. What is it with him? Could you be so kind as to help the soul of a poor sailor out? Looks like he's dead. Aye, Captain. Tell us a tale. In a far-off era. I led a fleet of ships carrying supplies for the uncanny forces of the Net Kings during the Great War to conquer this land. However, the crews of our eight ships met a cruel fate, with one of the ancient beasts lurking in the sea.
Oh, cracky. I know not what happened to me crew, but I've been stuck haunting this floating debris for longer than I can remember. Before I pass on to the next world, there's just one thing I'd love to have returned to me. A precious pendant I kept locked away in a treasure chest on me ship. My memory is a bit fuzzy, but it bore a symbol kind of similar to the crest of the Net Kings on it. It was a gift from me loyal first mate. Kinder spirit won't exercise me. She don't even know this old sailor stuck out here. If I had just that pendant, me unfinished business can be left behind. Please, I'm begging you, kind landlubbers. Muss man schon sagen, das mit dem Echo-Effekt und so, das die Wirkung ist da auf jeden Fall, ist gut. So. Ugh, poor guy. That ought to have triggered the mission's start. Now let's get looking for that pendant. We'll search all 8 ships if we have to. Aye, Captain. Lead us to the X on that there treasure map. Dude, spooky ghost adventure and we get to be pirates? Yes! Yes! Yo ho ho. Und eine Pulle vorum. So, jetzt die Frage, so wie komme ich wohin? Wie komme ich wohin? Na, vielleicht das Ruder von ihm? Okay. Achso, ja, du musst da drauf klicken. Tatsächlich auf das Ding. Dann gehen wir mal west. Also wir sind gerade north quasi. Genau. Aha. Erstmal alles erkunden hier. Schade, kein Pendant. Golden Fruit. Nee. Ein Schiff. Ein altes Schiff. Ein Vogel. Oh, böses Viech. Machen wir erstmal das hier. Erstmal gucken. Ich kann mich gar nicht mehr an die Gegner erinnern. Erstmal gucken, mit was ich hier zu tun habe an der Stelle. Oh, weißt du was, machen wir jetzt mal fix einen Kaffee. Ich bin gerade am total rumgähnen. Ja, mach das. Da muss man was dagegen tun einfach. Ja, mach was. Los. Kannst du ja so ein bisschen erzählen nebenbei, was hier gerade passiert, was ich alles Spannendes verpasse. Ja, ich will halt die nächsten geilen, komischen Käfer hier an der Stelle verprügeln. Ganz klar. So, die haben alle ein Feuer-Advent. Das heißt, ich mach mal Eis. Oh, macht das auch Damage? Oh ja, 19 Damage ist solide. Ja, ja, wunderschön. Komm, ich benutze direkt meine neue Fähigkeit. Nee, das mache ich nicht, weil sonst ist der Rikus ganz traurig. Aber doch, ich mache es. Ja, ich hab's noch gesehen. Den oberen habe ich damit besiegt an der Stelle. Und dann, da war noch einer übrig und dann habe ich den auch noch platt gemacht. Ah, ins Gesicht, Alter. Ja, 2 Damage pro Tick macht's ja ganz gut eigentlich. Ist auch nicht schlecht. Ja, wie gesagt, eine solide Truppe eigentlich. Wir haben drei Brawler, die einen Haufen Mana generieren und Flamegirl macht an der Stelle einmal irgendeinen Zauber und dann liegen die Dinger. Alter, was ist das für ein Schildkrötenteil? Terra Tetsu Natural. Okay, also brauche ich Feuer an der Stelle. Die wackeln ja voll geil, wenn du die angreifst. Ja, ja, die wackeln so ein bisschen. Alter, was ist das für ein Bison da drüben? Das ist ein komisches Bison-Turtle-Teil, Alter. Das ist cool. Junge. Aber die halten ganz schön viel aus, die Dicken. Deshalb hole ich mal einen Baggervogel dazu. Bagger? Ein Baggervogel. Bagger! Das ist immer noch total geil. Cybernetic Slash. 8 Schaden. Das ist schon ganz schön viel, ne? Die sind nicht schlecht, ne. Oh, der hat eine Feuerschwäche? Der hat eine Feuerschwäche, ja. Zum Glück kein Damage, aber ein Haufen. Ja, sieht halt tanky aus, das Ding, ne? Mega tanky. Ja, trotzdem machen ich und Alpha immer nur ein Damage pro Tick. Ja, wenn du dadurch Mana gut auffüllst und nicht verkackst wie jetzt. kleiner Frecher. Ja, ja. Einwurf. Ich sehe schon. Mhm. Kriegt schon gut. Bam. Ja, ich dachte ja eigentlich, dass der gleich rumspinnen alle trifft irgendwie, aber scheint nicht so. Wow. Also die Lily ist schon ganz cool. Die macht halt auf jeden Fall Damage wenigstens im Vergleich zu uns. Ja. Ne? Das ist halt irgendwie, soll ich sagen, ist einfach cooler als wir. Oh mein Gott. Baka! Muss ich halt nutzen. Wir wissen ja mittlerweile ab der dritten Runde.
Das ist so geil. Gut, 20 Damage pro Ding, ist gut. Diese Geräusche. Ich bin so aufgeregt, wenn wir den Zellosen bald treffen. Ich bin mal auch gespannt, ja. Die Wahrscheinlichkeit liegt hoch, dass wir ihn heute mal treffen, in unserer Session heute. Man muss aber auch sagen, mit drei Brawlern, die jedes Mal so um die 6 Magiepunkte heilen, kann man viel auffüllen, ne? Schon stark, du hast ja nur 40, ne? Wenn du das dann so viel machst jedes Mal. Mhm. Typisches Zelda-Spiel. Wenn man mashen kann, dann... Weil das kann sich richtig schön hochgrinden an dem Ding, ne? Ja, ja, HP grinden, Mana grinden. Weltklasse. Das mache ich jetzt auch. Das heilt schon 10, Mensch. Das skaliert dann an der Stelle halt auch mit dem Magic Attack von Flame Girl an der Stelle. Ja. Schon ziemlich stark. Ich glaube, die macht auch 4 Damage pro Ding. Ja, okay. Ja. Bam! So, gleich wieder da. Schöne Gruppe. Ja, bis gleich. Wie eine Maschine läuft dieses Team. Wie eine gut geölte Maschine. Ah, mal noch mal fix die eine Truppe hier. Die vorhin da war, jetzt ist sie nicht mehr da. Guck auch immer wieder mal hinter den Fässern, ob nicht irgendwas versteckt ist. Nicht, dass ich da jedes Mal hier zurückreißen muss. Okay. Ja, das sieht eigentlich gut aus, als ob ich nichts übersehen hätte. Das ist auch ein ziemlich gutes Team, was wir jetzt haben. Ne? Ja, das ist ziemlich solide, muss man sagen, ja. Was ist das? Ein kleiner Geist? Ein kleiner Geist, ja. Kann aber nicht mit dem interagieren irgendwie. Hä? Hallo. Warum denn nicht? Okay. Vielleicht muss man da erst noch einen Quest starten, einen Nebenquest oder irgendwas. Hm. Oder einen Schritt von dem. Kann ja sein, das ist einfach nicht das erste Ziel, das ist hier, ne? Ich weiß nicht, ob die irgendwas gesagt hatten vorhin, aber stimmt. Es ist ja durchaus möglich, dass du erst woanders hin musst. Oh, da war es versteckt. Du Fuchs! Ja, natürlich, Alter. Ich hab doch gewusst, dass da irgendwie was. Sobald irgendwas verdeckt. Oh, da ist noch ein. Da unten ist noch eine Kiste. Ah, stay hier. Oh, natürlich war das der Falle. Ach, Rikos. Mimik. Ich hab doch gar nichts gesagt. Vielleicht ein bisschen. Ui. Oh, das sind 3. Die sehen aber auch gefahren aus. Crystal. Was ist gut gegen Crystal? Blitz? Blitz, ja. Bin begeistert. Verdammt. Dass ich mal richtig was in Erinnerung habe. Verdammte Maschine. Fury Flower, was macht das gleich? Stop the Barn, Grow Projectile Shooting Flower. Ja, okay, das ist also auch irgendwas wie der Vogel. Wer ist das jetzt, der gerade hier? Tiger Lily. Ah ja, okay. Sieht man immer nicht so richtig. Aber ich mach mal geschwind Buffs für die Kleine. Defense, Raise, Magic, Defense. Ach, okay, so ein bisschen Defense-Werte. Ein bisschen Defense geboostet mal. Zeus. Du hast eine Zeus-Attacke, ne? Ja, die Zeus-Attacke, die könnte eventuell was bringen. Ja, probieren wir mal einfach mal. Press Magic, Right is Directing, okay. Zeus Rage. Immerhin, 17 Damage ist okay. Ich bin immer wieder verleitet, den Baggervogel zu setzen. Ach, mach mal Dark Metal. Dark Metal? Okay. Komm, ich will es nochmal sehen. Oh, das ist einfach nur krank. Schon echt cool. Barfel Buddy. Ja, toll. So ein Name. Ich würde vielleicht sogar tatsächlich eher, wenn du jetzt in dem Team bist, lieber das Lagerfeuer nehmen statt den Vogel. Mhm. Weil immer sagen, ein bisschen Healing nebenbei, das ist eine gute Sache. Ja. Problem ist, die machen nicht wirklich was an der Stelle. Ja, ich würde mal den Oberen einfach mal voll ins Targeten. Echt viel Schaden. Das war ein bisschen früh. Jetzt habe ich keine Mana mehr. Warte. Die kotzen da einfach die ganze Zeit Bubbles aus und sowas. Oh, cursed. Böses Viech. Erstmal machen wir mal den platt. So. Weil ich konzentriere mich jetzt erstmal auf die Mimikviecher, weil die können ja andere beschwören. Deshalb machen wir die erstmal platt. Ja, sehe ich auch so. Könnte ein ganz schön langer Kampf werden, ne? Mhm. Ich hatte nur die Hoffnung, dass eines von denen irgendwie Paralyse auslöst, aber es ist leider nichts bis jetzt. Ja. Oh, noch so eins. Ja, müssen wir trotzdem halt die Kisten weg und dann den Rest hilft ja alles nichts. So ist es ja.
Njom! Diese Geräusche. Oh, die Geräusche sind gut, ja. Hilfe. Lass mal ein bisschen so prügeln. Ja, das Campfire war auf jeden Fall eine gute Entscheidung. Ja, tatsächlich. Eine Spirale. Habe ich gar nicht dran gedacht, aber ja. Tatsache. Da hält ja so die Finger. Alter, noch so ein Ding. Und direkt dran, das ist so ein Betrug. Gemeinheit. Punch. Sagen ist ja tatsächlich das, was wir machen, ja lol. Ja. Also gegen die Truhen möchte man nicht unbedingt nochmal kämpfen, ne? Nee, die müssen wirklich nicht sein, aber. Ist halt, kannst halt nicht wirklich erkennen an der Stelle von außen, ob das jetzt irgendwelche Mimics sind oder nicht. Vielleicht würde es ja Sinn machen, mal so eine Kombinations-Ultra-Attacke zu starten hier irgendwie, um mal ein bisschen Damage rauszuhauen. Ja, die ist leider ein bisschen zu schwach noch an der Stelle. Ja? Ja, ich glaube, dieses. Was haben wir denn jetzt hier? Das Dark eigentlich? Metal und das Summon Suntory, das. Ja, nee, das meine ich gar nicht. Ich meine jetzt hier diese Kombinationsattacken von zwei. Ach so, ja. Charakteren. Aber ich glaube, das haben wir zwischen Alpha und Dings ist leider nur Single-Target, das, was wir haben. Okay. Und was ist mit Tiger Lily? Hat man da nicht auch schon irgendwas freigeschalten? Freigeschalten noch nichts. Wir haben nur die Auswahl bekommen, aber wir haben noch keine. Ah, so war's. Keine okay. Von diesen komischen Orbs, um die einzusetzen. Na gut. Jump. Das ist so gut. Richtig gut. Er ist schon sehr stark Campfire, muss man sagen. Ja. Das Sonic Screech von ihr finde ich eigentlich mega stark. Die macht erstens um 16 Damage, das, was nicht wenig ist. Und dann die Death runter, ne? Ja. Und noch die Death dazu runter, das ist schon sehr stark. Lass erstmal den Kollegen hier wegmachen. Höllenspirale. So, jetzt machen wir die an der Stelle noch weg. Autschie. Autschie. Autsch. Alter, das ist ein Schaden, ey. Das ist ein Schaden, teilweise echt krass. Zum Glück habe ich von den Anfangsdingern noch relativ viele. Ja. So, jetzt sollten wir aber mal gucken, dass wir erstens mal diese Viecher mal wegmachen. Und ein bisschen Mana generieren. Sonst haben wir bald keinen Kämpfer mehr. Ja, das wäre echt ganz gut jetzt gegen die. Das sind so viele Schüsse, ne? Gar nicht mal so wenig tatsächlich. Also ich finde es eine gute Wahl gewesen. Es ist auch gut, wenn mal jemand noch so, was weiß ich, so 10 HP hat, dann kannst du den killen und noch den nächsten trotzdem ein bisschen Schaden machen. Genau, ne? Das habe ich ja, deshalb finde ich den so gut tatsächlich. Ja. Jump! Oh. Sind wir so kurz vor tot, die Viecher. So, jetzt haben wir natürlich den Beefy Boy, aber wenigstens haben wir an der Stelle, würde ich sagen. Smash. Aber wenigstens haben wir jetzt nicht mehr so viel. Lass mal einfach mal probieren. Das ist zwar jetzt ein neutrales Element, aber ich möchte einfach mal gucken. Bäm! Boah, 54, ey. 54 ist schon ordentlich, muss ich sagen. Ja. Alter, Verwalter. Das ist schon nice. Das ist schon nice, ja. Also das Single-Target-Fokus von der Gruppe ist gut, aber wir haben natürlich nichts gegen die Gruppe so oder nicht so viel. Also da bin ich eigentlich mehr oder weniger zuständig sozusagen. Sozusagen mein Part an der Stelle. Fast. Diese Mimiken, Alter, die brauchen ganz schön viel Zeit zum Plätten und dann gibt's wahrscheinlich jetzt nur das bisschen Geld und das war's. Ja, das war's. Ja. Krass. Okay. So, jetzt ist halt die Frage, sollen wir zurück East gehen? Nee, zurück East bedeutet ja an der Stelle, dass wir wieder beim Captain sind. Jetzt gehen wir mal. In North war der, oder? Oder nee, täusche ich mich? Der war im North, aber wir sind ja gerade nach West gegangen. Also müsste jetzt, wenn ich East gegangen wäre, wäre der da eigentlich wieder dort gewesen. Ach so. Ja. Oh nein. Ach nee. Ist aber auch gemein. Ich war vor allen Dingen nicht mal so nah dran an der Stelle. Was sind das für Schneckenviecher? Ja, wir sollten auf jeden Fall erstmal die Kisten killen, ne? Ja, die sind auf jeden Fall alles killen, ja. Und vielleicht sogar das so versuchen, dass du die beide erstmal so auf 5 HP runter machst und dann erst killst, damit die nicht wieder direkt das spawnen können dann. Ja, ist richtig. Falls es irgendwie machbar ist. Ja, ich verstehe, was du meinst, ja.
Aber die Mimiken sind mit Abstand das fieseste bis jetzt, finde ich, an der Gegend. Ja. Na, mal sehen, was die Schnecken können, ne? Mhm. Okay. Vor allem sind das ja Schädel, sehe ich jetzt erst. Ja, ja, das sind so komische Schädel, die sie da auf dem Rücken haben. Cooles Design, muss man echt sagen. Interessant, ja. Und mit den Kerzen auf den Kopf quasi. Ja, genau. So, jetzt gucken wir mal, ob ich den schon nochmal runterkriege. Vielleicht mache ich jetzt wenigstens. Ja, stimmt, ich keine Mana mehr. Hätte gedacht, wenigstens jetzt mache ich vielleicht mal dieses Zeus Rage an der Stelle und dann mache ich immerhin mal 17 Damage. Mhm. Und dann sind die kurz vor tot. Skull Shell. Aha. Dann könntest du ja theoretisch perfekt mit deinem. Mit diesem Black Metal Dingsbums da, wie das hieß. Dark Metal? Ich hab vergessen, wie es heißt. Dark Metal. So, das ist gut geschwächt. Der ist gut geschwächt. Ja. Jetzt machen wir den anderen. Aber ich glaube tatsächlich, die Strategie ist gut, weil wir machen an der Stelle dann einfach die beiden gleichzeitig dann fertig mit diesem Dark Metal. Und dann können die nicht spawnen, ne? Genau. Ach, guck mal, die Schnecken haben sich versteckt in ihrem Haus. Ja. Aha. Wahrscheinlich irgendeine Konterhaltung oder irgendwas. Ah, auf jeden Fall was Defensives, ne? Boop. Autschi. Na gut, die sind jetzt nicht so. Nein, die sind jetzt nicht so heftig. So. Na, pass mal auf, die gleichen irgendeinen fiesen Zauber raushauen, wir dann wieder. Na. Im Moment unterschätzen. Das cursed werden. Im Moment unterschätzen wir sie noch, ja. Jetzt bin ich mal zu schnell. Tatsächlich, mein Tempo von den Inputs muss ich einfach verhalbieren, sozusagen. Also um 50% verlangsamen, dann klappt das auch. Aber Skull Shell. Aber die gehen da beide gleichzeitig in das Skull Shell rein, okay. So, und jetzt könnte ich einmal den hier machen. Oh, dann kannst du es eigentlich killen, ne? Und jetzt kann ich es eigentlich killen, ja. Mach sowieso mit dem jetzt nur ein Damage. Also nehme ich jetzt Grindy Mana mit. Perfekt. Na perfekt. Und jetzt Dark Metal und dann. Jetzt gib ihm Dark Metal hier. Oh, die kriegen gar keinen Schaden. Komplette Defense. Krass. Komplette Defense, ja. Aber die Kisten sind weg, das ist erstmal das Wichtigste. Das ist wichtig, ja. So, und ich glaube, die Viecher waren jetzt an der Stelle. Ja, die sind Inferno. Okay, also brauche ich irgendeinen Eisangriff. Aber ich mache erstmal Campfire. Und dann lasse ich mal einen Eisangriff machen von einem anderen. Die hat nichts in der Richtung. Aber Sonic Screech ist halt, der funktioniert einfach. Und dann haben wir das Poseidon. Ja, mal zu Charge. Das ist solide, ja. Okay. Das Einzige, was mir nicht so schmeckt, die haben natürlich Defense wie Sau. Ja. Und dann haben sie teilweise das hier. Und jetzt mache ich mal Angriff, während die jetzt hier noch eingekugelt sind. Mal sehen, dass es noch Mana auffüllt wenigstens. Ja, macht's. Gut. Ja, Mana füllt's auf, okay. Aber die sind genauso nervig. Also sehr nervige Viecher jetzt in dem Gebiet, muss man sagen. Egal, ich nehme die Mana mit. Die Frage, wie kriegt man die da raus? Vielleicht nur mit einem Elementangriff oder sowas. Ich glaube einfach nur, wenn die dran sind, gehen die dann wieder raus. Mhm, also musst du die einfach schnell wegbursten sozusagen. Ja. Das kann ich mir ja gut denken, ja. Das kann ich mir vorstellen. Oh, hier. Freezer Burn. So, Magic Button to release. Ah ja, okay. Kamehameha! Hadouken! Bam! Hadouken! So, das gleiche dann nochmal bei ihm. Ja, die beiden, die sind jetzt ein bisschen verantwortlich, gerade den Damage rauszukloppen. Ja. Ja, das sieht ja schon gut aus. Ja. Tiger Lily und ich machen sozusagen die Mana. Okay, jetzt müssen wir wieder Mana produzieren. Wir haben drei Mana-Produzierer in der Gruppe, das habe ich auch schon gemeint, während du gerade einen Kaffee machen warst. Das ist eigentlich schon eine echt starke Gruppe, wenn du so überliegst. Das stimmt. Ich probiere jetzt einfach mal. Probier's mal. Ich glaube zwar nicht, dass es durchgeht, aber. Ich glaube auch. Warum nicht ausprobieren, ne? Ja. Ja, überhaupt gar nicht. Wow, die sind komplett unverwundbar in der Zeit. Mhm. Okay, das ist neu. Aber das sah auch wieder nach Projektil aus, also. Ja, aber ging noch, ne? Also. Mhm. Also ich denke mir an der Stelle tatsächlich, die Viecher, die sind einfach nur tanky wie so, aber vom Dings her bisher recht harmlos. So, ah halt. Da keiner den geilen Scheiß hier.
So. Umcrush vielleicht? Könnte ich vielleicht auch machen, aber ich denke, ich tue erstmal Mana ein bisschen saven. Ja. Aber es geht eine komplette Runde, wie es aussieht, dieses Unverwundbar von denen. Bis er wieder angreift. Mhm. Ansonsten habe ich mir gerade mal überlegt, ob ich vielleicht in den Zwischenphasen, wenn ich sowieso warte, bis der wieder soweit ist, mal Flame Girl buffe. Für ein bisschen mehr Magic Attack. Na gut, das wird uns eh durch sein, aber. Das ist jetzt durch, aber für Zukunft halt auf jeden Fall. Ja. So. Würde ich mal ganz kurz bei mir die Jalousien nur fix runter machen, weil jetzt habe ich Sonne in der Fresse und ich mag das ja nicht. Warte mal kurz. Mal ein bisschen vorsichtig zur Seite begeben, dass ich nicht zufällig in den Kampf gerate. So. Einerseits habe ich Scheinwerfer, die mir das Licht geben sollen, aber andererseits kriege ich von links von der Seite halt direkt die Sonne ins Gesicht. Das ist nicht so gut. So. Zu viel. Das ist ein bisschen zu viel Licht. Ich mag die Musik irgendwie. Also ein bisschen. Ja, es ist halt so typische Piratenmusik. Es hat ein bisschen, ne? Piratenstil, es gefällt mir. Viele Gegner tatsächlich hier, die ja nicht unbedingt erwartet. Na, die haben aber auch keine, also ich und Tiger Lady, wir haben wirklich keine Fähigkeit wirklich, um was gegen dieses Element zu machen. Mhm. Jedes von den Dingen ist natürlich immer resisted, weil alles von uns als Elementar rauskommt. Ja, da müssen die beiden ran, ne? Dann habe ich keine andere Wahl. Ja, das geht ja schnell kaputt hier. Ja. Schon ein geiler Angriff, finde ich. Ja. Also ich bin jetzt mittlerweile ein Fan von dem Ding, muss ich sagen. Macht halt auch trotzdem recht viel Schaden, ne? Ja. Man denkt das nicht, weil es nur Zweier-Hits sind, aber der macht halt extrem viele davon. Mhm. Victory! Und dann sogar mein Heavenly Chime zurückbekommen, was mich wiederbelebt hat vorhin. Jetzt habe ich direkt zurückbekommen. Ich denke, das ist wieder eine Mimik da vorne, aber ich gehe mal vorsichtig ran. Du musst ja irgendwie ran, ne? Hast direkt gar keinen Bock mehr, Kisten aufzumachen, oder? Kisten sind gefährlich mittlerweile, das sind Feinde. Aber trotzdem gehe ich her und loote die. Hallo? Loot. Ja. Ich brauche Loot. Da glänzt alles. Geld! Geld! Ah. Ich hasse Kisten. Ah, das ist Mist, ey. Kisten sind böse. Halt so extrem tanky. Oh Gott. Ah, kann ich auch irgendwie fliehen? Klappt das? Ist ja echt ein ätzender Kampf, oder? Das muss man sich echt nicht antun. Ja, nee, die muss man sich wirklich nicht antun. Feigling! Ich spare Zeit! Ja, nee, das ist wirklich sinnlos, gegen die zu kämpfen. Ey, der ist weg. Was hat mich denn gerade angesprungen? Der Typ, der war gerade so ein blaues hier. Na. Der hat sich wegbeamt und dann ist er plötzlich da gewesen. Direkt wieder vor meiner Fresse hat er sich gespawnt, okay. Ah. Guck mal, was dieses Fiery Flower bringt. Duffel up the bar and go projectile shooting, okay. Was war denn das jetzt? Ein kleiner Samen. Hey. Dann haben wir da hier so eine süße kleine Blume und die macht Piu Piu. Ach. Kann man die auch nochmal aktivieren dann? Ich weiß nicht, ob sie sowas hat wie unsere Vogeldame. Ja, das müssen wir mal testen, tatsächlich. Die Dinger sind geil. Bin irgendwie ein Fan von der Synchro, muss ich sagen, bei den Viechern. Irgendwie fetzt das. So, ich mach mal erstmal einen von den Dingen platt. Sag, wie gesagt, also Single Target ist unsere Gruppe echt stark unterwegs, aber. Oh, fast 86. Fast One-Shot. Alles gut, ich bin tanky, kein Problem. Na, erstmal eine große. Oh, die kriegen auch noch einen Damage, okay. Ah, die Blume ist schon praktisch gegen die auf jeden Fall. Ja. Slash. So. Ja, da kommt demnächst die Blume und das Viech ist platt. Den habe ich schon gar nicht mehr im Schädel. Machen wir direkt den nächsten. Sehr schön. Ja, so ein kein schlechtes Teil, finde ich.
Kann man durchaus im Hinterkopf behalten. Macht halt elementar Schaden, ne? Interessante Viecher auf jeden Fall. So, das habe ich noch nicht ausprobiert. Das ist ein Button. Rainbow Flame. To unleash a flame of the power of all elements. Failing to do so will cause the technique to fizzle out. Okay. Alle Quicktime-Dinger jetzt einsetzen. Ui. Boah, das war aber gerade so, du. Gerade so und vor allen Dingen. Das muss schneller gehen, Zellos. Das muss schneller gehen, ja. Eindeutig. Warte, ich mach nochmal. Nee, ich finde unsere Zontori ist schon stärker. Mit 20 Damage pro Ding. Dann soll die lieber im Melee angreifen. Die hat vor allen Dingen 2 Schaden pro Ding. Ja. Dann lasse ich lieber mal kurz mal den Baggervogel hier. Auch wenn die. Mittlerweile kann ich das aber mit dem Input von Zontori, weil ich das inzwischen so oft eingesetzt habe. Ja, ist schon gewöhnt, ne? Bagger! 12 Schaden ist gut. Smash! Punch. Ich könnte mich wegschmeißen, das ist so geil. Die sind super. Ja, passt. Den habe ich schon aus den Augen verloren an der Stelle. Jetzt machen wir den anderen schon. Aber mit Abstand. Aber mit Abstand das gefährlichste sind die Mimik-Krebse. Ja. Mit Abstand. So, jetzt fehlt ein bisschen der Heal, den ich durch den Vogel natürlich eingebüßt habe, aber passt schon erstmal. Ja, geht schon noch. Bam, 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 bam. Ja, mittlerweile kenne ich die Inputs gut, dadurch, dass ich jetzt hier doch meinen Speed ein bisschen eingeschränkt habe, geht das mittlerweile. Weil ich bin immer ein Fan davon vom Mashen, aber ich Ja, manchmal musst du es halt anders machen. Ich muss es anders machen. Baka! Ja, ist schon nicht schlecht, muss man sagen, immer noch. Unser Baggervogel hier. So. Noch eine Sunrise Greaves, okay. Ist ja auch wieder nichts zu machen hier. Nee. Jetzt schön Abstand halten von denen da. Drohnen sind böse. Ach nee. Boah. Muss der unbedingt noch darüber rennen. Gemeini. Schön die Winkel zugemacht. Aber nichts mehr mit ausweichen. Nee, wirklich nicht. Die finde ich richtig praktisch halt gegen diese komischen. Gegen die komischen Viecher. Ich weiß gar nicht, wie ich sie beschreiben soll. Minotaurus Schildkröte. Wie wär's mit. Bison, Minotaurus ist eigentlich auch gut. Minokröte. Schildtaurus. Schildtaurus ist gut. Ich mag Schildtaurus. Beyblade Schildtaurus. Vor allen Dingen, wie plötzlich und schnell die schießt. Puh, und ja. Das war's. Ja, das machen wir jetzt nur normal. Ja, wobei die Viecher finde ich, wie gesagt, relativ harmlos im Vergleich zu dem, was. Ja, die haben halt auch bis 30 AP, ne? Das ist. Ja. Easy. Ah ja, das die machen halt auch gar keinen Schaden. Schildtaurose. Schildtaurose. Schildtauri? Schildtauri? Hm. Die Mehrzahl dann. So, an dem. Tja, das war's auch wieder hier. Dann fehlt es noch. Das war's auch nicht, ne. Fehlt uns eigentlich noch Osten, hätte ich mal gesagt. So, jetzt mal vorsichtig an den Typen vorbeirennen. Was ist denn mit denen? Die sind total aufdringlich. Die drehen durch. Und nein, die habe ich nicht vergessen. Das war vorhin ein Mimik. Das weiß ich noch. Soll aber auch anscheinend, wenn ich den Dialog noch richtig im Kopf habe, sogar mehrere mehrere Schiffe geben tatsächlich. Also es kann sein, dass wir hier bis zu 8 oder sowas haben, hat die gesagt. Okay, ich habe da nicht aufgepasst. Bis zu 8 Schiffe soll es potenziell geben hier. Oh, das ist gemein. Ey! Ich habe gerade mit dem geredet. Gemein. Noch nicht.
sowas geeignet. Kannst auf jeden Fall ein bisschen healen, oder? Ja, er wird auch healen, hauptsächlich jetzt. Nutze die jetzt ein bisschen als Punching Bag und mal kurz wieder die Gruppe heilen. Wenn die von der Decke hängen würden, anstatt auf dem Boden zu stehen, würden die auch echt wie Punching Bags aussehen. Achso, ja. Mal kurz was Neues ausprobieren. Curse of Cerberus. Okay. The better the timing, the stronger the attack. Mein Gott, was ist das denn? Da rastet ja komplett aus, der Junge. Cool. Cool. So. Gleich mal ein Campfire wieder setzen. Aber die machen an und für sich sind sie eigentlich relativ harmlos. Die 2-3 Damage, die sie immer mal wieder machen. Mhm. Einfach mal hier Campfire setzen und glücklich sein und so. Ja. Du merkst echt so ein bisschen, ich sag nicht abhängig, aber es ist auf jeden Fall ein mega Vorteil, wenn sie im Team ist. Also die Flame Girl. Das merkst du einfach direkt an der Dynamik, an dem, wie du dich vorbereiten musst auf alles. Ja, weil 10 pro Charakterrunde ist halt schon echt ein Klopper, ne? 10 HP. Ja. Vor allem, wenn die Gegner mittlerweile so an die 9 Damage machen oder sowas. Das sind halt insgesamt 40 Heilungen, ne? Ja, von einem Charakter. Das stimmt, ja. Ist nicht ohne. Na, es reicht nicht. Komm, ich mach nochmal den Cerberus. Ich möchte es diesmal hinkriegen. Ja. Ah, es wird sogar gezeigt an der Stelle. Tatsächlich, wenn ich Press drücken soll, sozusagen. Ja. Ah, okay. Das ist mit ein bisschen Übung kriegst du das wahrscheinlich ganz gut hin. Ich denke auch, ja. Und dann sind das ungefähr 12 Damage wahrscheinlich pro Gegner. Das ist ganz okay. Ja. Und auf jeden Fall eine Abwechslung im Vergleich zu den anderen Zeug, was ich da habe. Oh, jetzt habe ich komplett geschlafen. ja, manchmal habe ich echt Bock, einfach die Ulti einzusetzen. Dann sind die Kämpfe schneller vorbei, aber macht nicht wirklich Sinn. Na, dann stehst du halt ohne Mana da, ne? Ja, das ist genau das. Jetzt haben wir wenigstens Mana. Schaum. So. Ja, das Rainbow Flame war ich jetzt nicht so begeistert. Vielleicht merken wir das später gegen irgendwelche Spieler oder sowas, dass es was bringt, aber jetzt war das nicht wirklich was. Ja, jetzt noch einmal draufboxen, fertig. Ach, ich bin ein Versager. Smash. Ja, direkt ausgenutzt, dass ich hier zu schlecht gezielt habe. Das geht so nicht. Ja, das kommt vor. So, jetzt rede ich mit den Typen. Ja, keiner unterbricht mich hier. But a few stayed behind with some unfinished business. Now the Mimicrabs make their homes around these sunken ships. Wieso? Okay, es sind zwar nur zwei, aber... Nee. Die vier sind einfach nur nervig. Ja, musst du wirklich nicht haben. Nee, muss nicht sein. Sie sind tanky, sie beschwören andere Viecher, es ist einfach böse. Wenn ich später herausfinden sollte, dass ich einen von den Viechern besiegen hätte müssen, für das... Komm, ich im speziellen Loot. Für den speziellen Loot von dem Quest hier, dann drehe ich durch. Ja. So, jetzt geh noch mal West, East, meine ich. Oh, das sieht hübsch aus hier. Greetings, Traveler. Greetings, Traveler. Ah, you wish to purchase this? Süßes Design auch für den, finde ich irgendwie. Ja. So. Divinity Shards. Lalalala. Wir haben. Item-technisch sind wir jetzt nicht wirklich im Verzug. Also, ich sehe es nicht unbedingt gerade, dass wir so viel neuen Vorrat brauchen, tatsächlich. Stranded? No, I like it out here. The merchant guy over there comes and goes as he pleases, just the same. Okay. Dann viel Spaß euch hier. Oh, da drüben ist der. Ach, ich fand übrigens total, wie Tiger Lily aussieht bei dieser. Ja, voll cool. Voll so. Ach, entspannt, voll. Ich würde gerne wissen, wie das ist.
plötzlich nicht. Schön. Okay, weiter. Kann ich jetzt... oh, ich kann nochmal East. Okay. Wie groß ist die Map? Das ist übel. Ich habe total die Orientierung verloren. Ich auch. Okay. Noch ein Schiff. Es sind aber noch keine Gegner-Charaktere. Also keine... Oh, nee. Lass mich in Ruhe. Leave! Oh Gott. Leave! Salos alone! Okay. Nichts Interessantes hier. Hier kann ich nicht entlang laufen. Ach so. Die Dinger waren nie begehbar, wie es aussieht. Okay. Tja, wo müssen wir jetzt hin, ne? Das ist so ein bisschen die Frage. Das ist die Frage, ja. Wir müssen jetzt anscheinend wirklich alle Schiffe abklappern und hoffen, dass eines Tages einer von denen... Na, ich gucke immer noch mal ganz kurz hier. Weil immer wenn irgendwas überdeckt ist, dann habe ich immer so mein Drang zum Erkunden. So, jetzt haben wir es auf. Ich denke mir, das wird sogar eine 3x3-Map sein oder sowas in der Art. Aber bis jetzt bin ich eher überzeugt, dass es eine 4x4-Map ist. Weil wir schon 3x East durften jetzt mittlerweile. Ach, da kommst du ja gar nicht dran vorbei jetzt wirklich. Egal, dich ignoriere ich. Es ist nur einer, Rico. Was sollen wir? Ja, komm. Ja, machen ruhig kaputt. Ich muss meinen Frust rauslassen. Was mache ich bei meiner Einzelnen? Ansonsten, wenn ihr jetzt gleich drei Viecher auf einmal beschwört, dann bin ich so schnell weg, ey. Das glaubst du gar nicht. Er kann da, glaube ich, nur einen, oder? Also würde mich jetzt wundern, wenn er mehrere also beschwören kann. Ja, ich gehe jetzt auch davon aus. Aber... Ich wurde schon mal verarscht von dem Spiel. Hey, wieso darf denn der gleich? Verarsche. Passt. Ist einfach immer noch zu viel HP, was der hat. Das ist aber auch so ein scheiß tanky Gegner, finde ich. Ja. Ach, 9. Okay, zum Glück beschwört er nicht automatisch jedes Mal einen neuen Gegner. Das beruhigt ihn so in dem Sinne ein bisschen. Okay. Immer noch ein nerviger Gegner. Ja. Der ist scheiße. Selbst einer, ne? Furchtbar. Oh, das sieht aber gut aus, das Schiff. Ja. Ist irgendwie frischer. Mhm. Oh, die Schnecken mal auf der Overworld mal. Oh Gott, die sind schnell! Alter, das waren ja die Schnecken! Das haben die falsch verstanden! Die haben auch eine Identitätskrise. Ja, auf jeden Fall. Oh. Das ist ja so ätzend, ey. Okay. Ich ignoriere dich, wenn du mehr als einer bist. Und ich ignoriere sie. Ciao. Ich bin ja grundsätzlich mit solchen Spielen immer gegenfliehen, aber das ist einfach ätzend. Es gibt ein paar ätzende Gegner, wo ich es nicht einsehe. Dauert zu lange. Shaman Book. Shaman Book. Ich habe jetzt erst vor kurzem mitbekommen, dass es ein Remake gibt zu Shaman King. Kennst du den Anime? Nur vom Namen her, habe ich nie gesehen. Shaman King war damals ein recht cooles Teil, muss man sagen. Haben sie jetzt neu aufgemacht, das ganze Ding. Ich glaube, ich habe da mal auf Netflix sogar eine Folge angeguckt und fand es nicht schön irgendwie. Ist eine komische Story, ist ein komisches Spiel. Wie soll ich sagen, ein komischer Anime. Einen komischen Flow. Mhm. Wo ich ihn immer geguckt habe, da hat's. Weiß nicht, alles verwirrt irgendwie. Also. Aber ich glaube, da muss man ihn einfach wirklich von Anfang an der Stelle verfolgen. Weil ich habe. Einerseits finde ich den Zeichenstil ganz okay. Finde ich ganz interessant. Ein bisschen das Kantigere und sowas. Ist ganz okay. Auch die Geister, die da beschworen werden von den jeweiligen Charakteren und sowas, finde ich okay, aber irgendwie ein schwieriger Anime zum Verfolgen, auf jeden Fall. Auch bei denen überlege ich übrigens gerade schon, ob ich nicht zu wieder abhauen soll, weil die sind so tanky und die brauchen so lange zum Killen. Naja, das hast du schon den einen fast tot, also. Ja. Muss mal wieder ein bisschen Mana zischen hier. Okay. Da hat's mal vielleicht mal einen Campfire machen können. Ja, stimmt. Andererseits, die machen ja eh so gut wie gar nichts. Von dem her.
Irgendwann fühlt sich da einer gemobbt, weil wir die ganze Zeit nur ihn hauen. Tja, so ist es beim Mobbing. 9 von 10 Leuten und so, ne? So ist es. So, jetzt mache ich halt mal mein Campfeierchen. Rikus hat gesagt, mach mal und ich mach mal. Ja, das musst du machen, wenn die versteckt sind, nicht wenn die angreifen kannst. Das ist mittlerweile ja der einzigste Angriff, weil das von Flame Girl finde ich jetzt nicht so mega. Der hat gleich den richtig geilen Schaden gegen die Förster tatsächlich. Diese 19 Damage pro Wave. Tja, jetzt muss ich schon wieder warten. Ich mag die Gegner nicht. Sind viele, viele Gegner dabei bis jetzt, die ich nicht mag hier in dem Bereich. Ja, irgendwie schon. Es zieht sich ganz schön, ne? Vor allem dann noch diese planlose Fahrerei in alle möglichen Richtungen. Mhm. Das ist ein richtig langer Abmega-Teil jetzt im Moment. Aber so können wir wenigstens Mana wieder zurückfarmen, relativ. Zum Glück machen die fast keinen Damage oder ja, so gut wie keinen Damage. Ja, schon. Stimmt. Das Ganze wäre ja noch schlimmer, wenn die noch mega abgehen würden, noch zusätzlich. Na, den kriegen wir platt. Da habe ich mir kurz mal Zeit gelassen. Ja. Ich würde mir manchmal echt wünschen, dass es so einen zweiten Magiebalken gibt, so wie bei ich glaube bei Zelda gab es das, oder irgendwo bei einem Spiel gab es das, dass du so einen zweiten Magiebalken aufbauen kannst, so im Moment. Ja. Ah, das wäre nice. Das fehlt mir noch hier so. Na, ich glaube, der ist platt. Ja, ist ja schon. Jo. Schön. Vogel. Jo, da kann ich die Treppen nicht hoch. Die habe ich schon aufgemacht. You know, when this fleet sailed the sea back during the Great Net King War, I regret never getting to tell the captain of the pink sail ship just how snazzy his coat was. Seriously, you should have seen it. Muss man jetzt hier einfach alle ansprechen in der richtigen Reihenfolge? Das ist eine gute Frage tatsächlich, ja. Also der hat mich jetzt an der Stelle angesprochen. It makes sense. So the ship with the pink sail must have belonged to the captain. Let's go see if we can track that one down. Hmm, okay. Pink. Der pinke, ja. Okay. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass die verschiedene Farben hatten, die Segel bisher. Na, das eine war blau jetzt zumindest. Das habe ich gesehen. Das, wo wir hier sind, ja. Komme ich daran vorbei? Ja, okay. Puh, ich dachte schon. Okay. Von North kommen wir. West ist, glaube ich, das zentrale Ding. Deshalb gehe ich nochmal South. Ich stelle mir das jetzt gerade als 4 zu 4, 4x4 Map ungefähr vor. Könnte mich auch natürlich ein bisschen täuschen, aber. Oh, aber das mit dem Punkt hier, das macht mich. Total verwirrt. Also wirklich total. Excalibur. Oh. Wir haben Excalibur gefunden in der Truhe. Das war jetzt aber blau, das Schiff, oder? Ja. Trotzdem. Oder war das so pink? Ich glaube, das war blau. Oh, Charaktere. Oh, da oben. Ah. Ach, diese nervigen Random-Charaktere, Random-Monster. Das ist so ätzend. Ja. Oh, diese blöden Scheißtruhen. Die ganze Kombination hier, die gefällt mir nicht. Das ist diese Tanky mit neuen Viecherbeschwörern-Kombination. Das ist ganz böse. Dann doch lieber die Typen da oben. Hallöchen! Ah, schön, fängt gleich rockig an. Finde ich gut. Kneel before your icy queen! Aww, I'm gonna melt you into a puddle. Okay, den Drachentypen finde ich cool. Kann Ruin, Inferno, Crystal. Ein Technical, okay. Den Technical, den T-Bird, den kriege ich relativ schnell platt. Das mache ich jetzt einfach direkt mal dem. Tap the button right before the seed hits. Jo,
Das ist so zwar, jetzt ist er flau und irgendwie doch nicht flauer. Er ist in einer Zwischenexistenz. Warte, rotate the controller until the bar is full to cause extra damage to all enemies. Okay. Okay. Mach erstmal den dicken da platt. Ja. Ja, da hat sich was mit der Animation verbogen. Naja, ja. Passiert. Den Drachentypen finde ich irgendwie cool. Ja, der fetzt. Der fetzt irgendwie. Machen wir mal für Campfire für alle Sicherheit hier. So. Erstmal den da. Achso, das ist auch ein Elementangriff. Das ist auch ein Elementangriff. Ich glaube, das liegt daran, dass Tiger Lily ein Ding aktiv angelegt hat, was ihre ganzen Angriffe zu Natural Element macht. Ah. Also ihre ganzen Zauber. Wow. Außer der Zauber ist irgendwie explizit ein anderes Element, glaube ich. Aber wenn es sowas Neutrales ist, wie Bomb Rush zum Beispiel, dann wird es immer ein Elementangriff. Das ist eigentlich recht cool, wenn man das so überlegt, eigentlich. Ich verprügle einfach mal die Pflanze. Ah, dafür, dass es nur Pflanze ist, kann er trotzdem 5 Damage machen. Ja. Ach, die versucht die ganze Zeit zu vereisen und ich habe Resistenz. Ach, schön. Ja. Easy. So, irgendeine von denen war, glaube ich, Natural? Nee, nicht mal. Okay. Never mind. Ja, weißt du was? Verprügeln wir einfach die Pflanze. Oh. Jetzt kommt Tiger Lily, macht einmal den hier. Also nur die Kleine ist die Königin quasi. Die Kleine ist die Queen, ja. Die haben einfach Spaß. Der Dicke hat allerdings ganz schön Damage gemacht, deshalb gucke ich, dass ich den jetzt gleich mal loswerde hier. Ja, der hat sich auch zweimal gebufft, ne? Er hat sich auch zweimal gebufft, ja. Oh, und 100 HP. Der ist beefy, der Boy. Versucht auch jedes Mal den gleichen zu freezen und jedes Mal ist der resistent dagegen. Das ist die Definition von Wahnsinn, ne? Wenn du immer dasselbe machst, ja, absolut. Eine andere Wirkung vermutest. Ding, 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 ding. Aber mal Screech. Na gut, das ist auch ein bisschen der Nachteil daran, dass jedes Ding jetzt an der Stelle Element ist. What? Ja, das macht richtig Damage. Das hast du gar nicht gesehen vorhin, ha? Huh? Nee, also nicht die 45 zumindest. Die hat er vorhin schon gemacht und dann habe ich sie hochgeheilt an der Stelle. Oi. Ja. Ja, übel. Ich bin immer noch keine Eiskulptur, Kleine. immer noch alles komplett für sinnlos an der Stelle. Funny, we got a green dragon guy with a sword on our team too. Oh yeah, I'll bet my sword's bigger than his. Always gotta be about comparisons. Aha. Also, Konversation hier, ne? Das ist nicht gut, Kollege. Eieieiei, der macht aber... Hast du es verteidigt? Das habe ich jetzt verteidigt an der Stelle, aber das ist trotzdem ein ganz knappes Ding jedes Mal. Komm ich einmal kurz mal... Nee. Der hat einen guten Shit. Und ich heile dann an der Stelle. Oh. Verdammt. Ich bin Narr. Ich finde Narr als... Beleidigung finde ich um einiges stärker als Dummkopf oder sowas. Das stimmt. Ach Gott, süß! Au, 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 au! Oh süß, sagt er! Das Ding oh. Hat gut Damage Hilfe. Gemacht, okay. 50 Schaden oder so rausgehauen. Alter, die kleine Königin, Alter, ich schwöre. Erstmal die Untertanen wegbomben hier. Alter, der macht einfach zu viel Damage, der Junge, Alter. Was ist mit dem los? Der hat so viel Damage gemacht, dass mein Feuer direkt zerlegt hat, ey. Ja, der hat nicht nur sie, sondern auch ihr Feuer getötet. Alles gut, easy. So ein neues Feuer. Junge. Bam, weggeklatscht. Endlich. Einfach in die Fresse geklatscht. So, jetzt ist alles entspannt. Puh, das Leben, das macht wieder einen Sinn. Höllenspirale. 13 ist aber auch nicht viel dafür, dass es effektiv war. Nee.
Er ist auch nicht unbedingt ein Magic Attacker. Ich weiß auch sehr allgemein nicht, was ich bei Alpha mal machen soll als Fokus, weil. Das ist irgendwie alles und gar nichts so richtig. Das, ne? Das ist eigentlich ein Allrounder, aber halt dann entsprechend Mittel nur. Ja, bei mir weiß ich wenigstens, ich bin mittlerweile der Tanky Magic User, aber bei Alpha weiß ich es überhaupt gar nicht. Bei Tiger League ist auch das Offensive ganz klar vorne. Also da bleibe ich bei der Offensiven. Ja, auf jeden Fall. Aber bei Alpha, keine Ahnung, was ich mit dem machen soll, mit dem Burschen. Ja, ich habe irgendwie Bock auf Bomb Rush, aber andererseits, wir haben wenig Mana. Ja, und die macht jetzt nicht so viel, außer die haut ihre Wurfhammer raus. Ja, genau die. Shit, ey. Oh mein Gott. Ist einfach zu stark, das kleine Viech hier. Ist einfach zu krass, die Alte. Ah, nee, das sollte irgendwie reichen. Sprich, ich warte jetzt noch kurz auf Teil. Ach komm schon. Komm wieder. Au, 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 au. Das ist echt viel Schaden. Okay, wenigstens ist er gleich im Eimer. Also wie oft ich jetzt hier schon Flamegirl wiederbeleben musste, allein wegen, ja. Wegen der Kleinen hier. Gott, oh Gott, oh Gott. Boop. Also der Drachentyp war auf jeden Fall das Quelligste. Wir haben nicht gesehen, was der Vogeltyp kann, aber ist vielleicht auch ja, gut. Ja, war vielleicht auch gut so, ja. Vielleicht war das auch gut so, ja. Falle. Oh, keine Falle. Mal keine Falle zur Abwechslung. Ach, Manu. Oh, schade, ne? Oh, mal gucken, was hier rein. Also, es ist auf jeden Fall ein größeres Schiff. Ah, ich glaube, wir haben schon das richtige Schiff, glaube ich. Das sieht alles sehr abschließend aus, sozusagen, hier mit Savepoint und allem möglichen. Oh, jetzt ist natürlich wieder ein Heilback, nachdem du dich geheilt hast, ne? Ja. Wie immer. Wie immer. Wie immer. Aber ich habe auch die Segel nicht hundertprozentig erkannt vorhin. Ich also auch nicht. Kann schon sein, dass die vielleicht nur so ein bisschen in die Richtung so einen Farbstich hatten. It might be a shame that these ships were wrecked, but it could be worse. They could be at the bottom of the ocean. Das ist wahr. This nasty sharks. Nasty sharks. Die Sprache ist gut. Ja. Ja. Das ist schon ein richtig großes Schiff. Also ich denke, das ist tatsächlich so... Wie ich mir das vorstelle. Neo Mutant. Und da haben wir direkt den Neo Mutant, von dem man vorhin hier gehört hat. That's not a username I'm happy to see. How come? You know these guys? Not exactly. Hard to believe we already have a reputation. If you're here for the quest involving that sailor captain, turn yourself around. This one's already ours. Ah, das. Nee? Nee? If that means you're already independent. You're not getting off this ship unless it's through us. Ugh, such a pain. Should we take him out? Killamari. Ich finde irgendwie die Idee gut. Obviously. Ja. Let's make this quick. Die haben so viele Arme und Gliedmaßen und so ein Zeugs. So ist es. Aber ich finde trotzdem die Designs finde ich tatsächlich interessant von den beiden. Vor allem, das ist eine Mischung. Dieser Hornkäfer, nenne ich es mal, erinnert mich total an dieses Pokémon, an dieses Moskito oder wie das Ding heißt. Absolut. Moskito? Ach, keine Ahnung, wie der heißt. Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich weiß ganz genau, was du meinst, tatsächlich. Nee, mach das mal hier, Debuff. Der obere ist auf jeden Fall für mich und Tiger Lily an der Stelle. Stimmt. Ja. Aber du wirst bestimmt auch viel debuggen müssen jetzt, oder? Ich werde relativ viel debuggen können. Also ich gehe jetzt davon aus, dass das die Hacker sind, ne? Ich glaube auch, ja. Was? Airless Twister. Ja. Das war dieser Wirbelsturm, ne? Das war wieder der Wirbelsturm. Der war nicht so besonders stark. Nee, weißt du was? Scheiß drauf, weil die starken Zauber, die kann ich in Tiger Lily. Weil ich mache an der Stelle den geilen Scheiß hier. Macht immerhin 9 Damage pro Tick. Oh, die machen das gleiche. Ah, der eine Defense und der andere Attack, okay. Ja. Okay. Ja, mal lieber ein Feuer, das ist eine gute Idee. Feuer ist immer eine gute Idee, wenn man noch nicht einschätzen kann, was da auf einen zukommt. Aber ich fand es gut, dass hier auch so ein Safe Point kam, weil das war jetzt wirklich lange, bis du das hier gefunden hast. Das stimmt. Wenn du dann gegen so einen Kampf mal verlierst, weil es halt einfach mal beschissen läuft, was ja vorkommen kann, dann ärgert man sich wieder, ne? Absolut, das finde ich jetzt zum Beispiel ziemlich fair, als Safe Point den da hinzustellen, tatsächlich. Weil dann kann ich genauso gut einfach das Safe Game neu laden. Who are you people anyway? The Dandy Alliance Plus. Maybe you've heard of us? Oh, right. The guild that's lost 3 of the regional events in a row. Wow, das trifft auf fast jede Gilde zu. Ja, das trifft auf fast alle zu, ja.
Schattendoppelgänger! Schattendoppelgänger erzeugt und jetzt muss ich die buggen. Krass. Oder kann ich den überhaupt targeten? Doch, ich kann den targeten immer noch. Was bringt's dann? Ah. Ja, weißt du nicht. Kann ja auch sein, dass er seine Attack oder irgendwas erhöht hat. Mhm. Aber leider kann nur ich die buggen. Obwohl eigentlich das Sinn machen würde, wenn Tagali dir das auch noch könnte. Ja. Irgendwie kann die das nicht, glaube ich. Guck nochmal gleich. So, mal sehen, was er gehackt hat. Mal gucken, was hat er denn gemacht. Standard Attack, die Modify, ja. Da wird wahrscheinlich richtig Damage rausknallen jetzt. Okay. Ey, was ist das denn? Oh, das ist was zum Ausweichen. Ah, das ist ja cool. Das was ist neu? Hast du noch nicht? Nee. Hab ich noch nicht. Alter, mit den vier Armen, Alter. Verdammter Prügelmeister hier. Hat er noch einen Hack drin? Oder nee, hat das gerade nicht? Das war nur der eine. Aber ich hab. Aber der ist doch noch. Der ist noch. Ach, aktiv. Du warst das Männlein. Du warst gar nicht der ja, schießt, sondern der springt. Nee, ich war der springt tatsächlich. Ah, okay, das war jetzt schlecht zu erkennen als Zuschauer. Tatsächlich, ja. Okay, hat er jetzt viel Schaden gemacht? Nö, ne? Nö, das ging jetzt sogar tatsächlich. Ich denke, den werde ich sogar relativ zeitnah platt haben jetzt noch gleich. Ja. Könnte ihn eigentlich fast eher platt machen, bevor ich da großartig was auf das Ding gebe. Aber ich will es mal schaffen. Vielleicht klappt es ja. Jetzt weiß ich wenigstens, was du tun musst, ne? Ah, okay. Du musst schon recht spät springen. Ich muss tatsächlich echt spät springen, krass. Oh, gut, haben wir nächste Hack. It's opposite day for the elements. Ah. Opposite day, ja, verstehe. Also, was ist jetzt gut gegen den? Tatsächlich ist der jetzt an der Stelle statt Technical so Natural normalerweise jetzt. Ah, oder? Ja, na, ich glaube, es ist so, dass normalerweise ist Flower gut gegen ihn und jetzt ist das gut gegen ihn, was sonst schlecht gegen ihn wäre. Mhm. Verstehst du, was ich meine? So sieht's wohl aus, ja. Ich weiß aber nicht, was es ist, weil ich da nicht durchsehe bei den ganzen Elementen. Mhm. Aber ich versuche einfach mal den jetzt hier mal. Oh, da zahlt sich zwei Hex jetzt drin. Ja. Okay. Weak Resist Calculations compromised, immediately debug action, okay. Weißt du was, das mit den Elementen, das macht mir mehr Sorgen. Das würde ich dann erstmal zuerst machen, tatsächlich. Also spät springen. Oh, das ist gar nicht so leicht. Oh, die schießen unterschiedlich schnell, oder? Nee. Das war jetzt gemein, der Schluss. Aber der hat bis jetzt noch keinen recht heftigen Shot. Jetzt kommt es bestimmt, oder? Okay. Nee. Jetzt hat er irgend so eine. Jetzt hat er sich irgendwie vorbereitet. Elektro-Aura. Aber ich hab Angst. Ich möchte mich nicht. Ich glaube, du kannst ihn jetzt nicht mehr normal angreifen, sonst kriegst du wahrscheinlich einen Schock oder sowas. Ah, schau einfach mal. Nee, auch nicht. Tatsächlich nicht. Das juckt nicht. Komisch. Da macht ja übrigens der Hex und Buffs und das interessiert einfach gar nicht. Oh, er hat resisted, okay. Alles gut. Na gut, dann soll er halt hacken, wenn er trotzdem keine Chance hat. Ja. Modified Standard Attacks mache ich aber trotzdem mal an der Stelle weg. Das könnte ja auch für seinen Partner noch gehen. Partner hat aber noch gar keine Hacks eingesetzt. Hä? Die klappt jetzt? Das hat geklappt, ja. Anscheinend ist es. Das geht an den Balken entlang. Da war ja oben so ein länglicher. So ein Balken, der abgelaufen ist. Das hab ich gar nicht gesehen. Und der, okay. Den muss ich so. Die Zeit lang muss ich sozusagen überleben. Was hat der für ein Typ? Das guck ich gleich nochmal. Erstmal ist es nur mal sicher gehen. Natural. Also eigentlich ist das was für Flame Girl tatsächlich. Beziehungsweise fürs Feuerblümchen, aber jetzt habe ich schon Campfire gesetzt. Jetzt lasse ich das mal. Ah, Schattendoppelgänger. Ah, das war das, was der von uns gemacht hat, ja. Frage, funktioniert das jetzt, nachdem ich den Schattendoppelgänger getriggert habe? Probieren wir mal. Ich würde es mal versuchen. Dancing! To the moonlight! Bamsing! Oh, resisted. Wie denn das? Okay. Oh, da hat keine. Nö. Wie hat denn das jetzt funktioniert tatsächlich? Das würde mich jetzt interessieren. Okay. Na, ist das denn überhaupt ein Feuerskill? Dieses. Ja, ne? Eigentlich ist schon. Das ist ein Feuerskill, ja. Ich auf den Schatten, glaube ich, wieder. Ja. Wenn ich auf den Schatten Doppelgänger schreie. Ja, das war klar. Ne, da macht er nichts. Mhm. Nie, so viele Arme. Voll Teufel. Also ich mach mal tatsächlich mal einfach mal zur Probe einen anderen Skill, dass ich einfach mal weiß, ob das irgendwas damit zu tun hat.
Also das ist jetzt eigentlich ein effektiver Skill. Okay, das ist aber auch wieder jetzt an der Stelle. Vielleicht ist es jetzt tatsächlich ein Bug, weil der Hack noch an war, als der Typ gestorben ich ist. Ich glaube auch, ja. Das ist jetzt wahrscheinlich sozusagen der Bug dazu. Was ist denn sonst schlecht gegen Natural? Das ist ein bisschen Gehirnakrobatik an der Stelle, wo ich nicht hinkriege. Natural ist gut gegen... Also gut gegen Electrical. Natural ist gut gegen Electrical. Technical. Oder? Ja, die müsste aber jetzt Eiselement haben, weil mein Feuerzeugs nicht keinen Schaden macht an der Stelle. Also die hat jetzt Eis, denke, das heißt Elektro muss ich einsetzen. Probieren wir mal Elektro mit Alpha. Mal sehen, ob meine Theorie passt. Weil mein Feuerangriff, der hat natürlich Resisted gehabt. Das heißt, es müsste jetzt theoretisch Elektro Eis haben. Ja. Okay. Okay, und jetzt hat er im Moment hat er einen Eis-Effekt. Ja, das ist ein Bug. Das ist tatsächlich. Also Zellos und Rikus entdecken Bugs. Ja. Auch nicht schlecht. Okay, das heißt, mein Fiery Flower bringt ja nichts, das heißt, der Backervogel wird gleich wieder zum Einsatz kommen. Ja. Aber ganz schön buff, ganz schön interessant, was man da noch so alles findet, so after the. Kannst ja dem Entwickler mal schreiben. Ja, klar. Ich meine, die freuen sich ja immer, wenn sowas entdeckt wird, ne? Ja, klar. Und wir werden dadurch, dass wir das schön in der Aufnahme drin haben und so, ne? Das ist immer wieder schön, dann gleich zum Nachvollziehen. Aber die haben mittlerweile, und das finde ich doch recht interessant, die haben in ungefähr einem 2-Wochen-Takt haben sie immer mal wieder kleine Patches mal rausgebracht für das Spiel. Ach, sehr schön. Um gerade Bugs auszumerzen und so Geschichten. Also das, da sind sie nach wie vor hinterher und das finde ich gut. Ja. Ja gut, sollte aber auch sein, im ersten Jahr. Ja. So. Ich konnte jetzt sich nicht moven, deshalb mache ich jetzt gleich nochmal einen Stromschock auf den. Den Backervogel gleich vollends aktivieren. Aber ich fand die jetzt trotzdem irgendwie sehr langweilig und schwach, die Gegner. Im Vergleich zu so manchen Begegnungen mit den anderen Hackern-Typen finde ich die jetzt eigentlich relativ schwach, ja. Weißt du, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir haben ja vor kurzem ein Spiel aufgenommen in diesem neuen Format da an der Stelle, wo man auch dieses diese Letter bekommt, wo man von den Mädels abgeschossen wird. Ich will nicht zu sehr ins Detail gehen. Ich bin sicher, dass dieser Baka-Angriff, der am Ende ist, inspiriert davon, denke ich mir. Kann mir nur vorstellen. Achso, das kann durch sein, ja. Hat sich einer von den Entwicklern da mal an diesen Spielen zu schaffen gemacht? Opportunity, sehr schön. Thanks for playing. See ya. Trust me, you probably won't. Because you people won't even be close to entering this last event. Not if I have anything to say about it. Ta-ta. Ta-ta. Nice bluff, by the way. Yeah. Sounds like they thought they'd already gotten what they needed. But I say we move forward and keep up the search. Also, you were saying you didn't know them, but... Neomutant's another black hat hacker. In fact, he's the leader of the guild I mentioned in that email. The one Zeto's the slimy executive producer of, for the express purpose of giving us a hard time. He'll be our biggest obstacle this week, so we gotta stay on our toes around him. Oof, good call then. Well, either way, he's just another person we gotta beat. Let's head down the hall. Okay. Ja, dann haben wir mal den neuen Hacker dann schon mal. Den Hacker, diese, neue Hacker diese Woche kennengelernt. Ja. Ah! Diese nervigen Mistdinger. Lieber würde ich den Bosskampf für den Hacker nochmal haben, als dieses Scherz nochmal zu bekämpfen, ey. Ach Gott, hau ab hier, das ist ja Vorsport. Drei Stück. Drei Stück ist ja widerlich. Ich hab keine Ahnung, woran das Vlies sich festsetzt und ich möchte es auch nicht unbedingt wissen. Hauptsache es funktioniert. If the ghost guy we talked to on the blue sail ship was implying the captain was in charge of the one with a pink sail, then if we're on the purple one, the pink one's gonna be close by, right? Ah, purple. Siehst du, ich hab gesagt, das ist kein pink. Och, Alter. Ja, ich finde Mimiken als Mechanik finde ich ja okay, wenn es dann nur vielleicht ein oder zwei pro Ding sind oder pro Segment. Aber nicht jede dritte Kiste. Wenn es jede dritte Kiste ist, dann wird es ein bisschen nervig, leider.
Ah, da ist der Pinke. Ja. Das ist ja süß. Guck mal, da hat Städtchen drauf. Voll süß. Sweet. Sweet. So, einmal runter hier. Ah. Käfer. Ah, Käfer. Ekelhaft. So, welche raten wir jetzt von denen, die mir... ich sage, die oben in der Mitte ist die falsche. Okay. Wow. Verdammter Ninja, Alter. Du bist doch in dem, Entwicklercode drin gerade. Sag mal. Ah, easy. Das sieht man doch. Ja, okay. Hm. Verdammter Ninja. Ich meine, das sind alle welche. Pass auf, alle sind welche, ja. Nee, das glaube ich nicht, aber ich habe es einfach geahnt. Also ich glaube, der ist schon mal gut und der weiter oben ist auch noch gut. Genau, und jetzt wird es an der Stelle bei mir vom Bauchgefühl her, der ist gut. Nee, die sind safe. Und ich glaube, der auch. Ah, verarscht. Schade. Okay, 2 von 5 oder 6 Kisten, was das jetzt hier sind, ne? Ja, es ist ein bisschen viel, ne? Eine wäre okay gewesen. Auch 3 Stück, ey. Tschüss. Ich bin noch bis jetzt, finde ich, die ersten Gegner im gesamten Spiel, die ich nervig finde. Ja. Aber das haben irgendwie Mimik-Gegner so an sich, aber... Bei Dark Souls habe ich die immer geliebt. Ich fand die total cool. Die waren gruselig, keine Frage, aber die waren cool. Man muss aber auch sagen, solange es nicht zu viele sind, dann habe ich auch absolut nichts dagegen, wenn sie so ein bisschen ab und zu kommen. Oh Gott, das ist glaube ich, wirklich der schlimmste Kampf überhaupt hier. Das sind die schlimmsten Kombinationen gerade, ja. Vor allen Dingen bringen die uns leider nur Geld. Also einerseits muss ich sagen, es ist schön, dass die keine XP geben, weil die Charaktere verbessern sich sozusagen durch Artefakte. Also durch das, was du denen anlegst, aber... Ja. Wenn die halt nur Geld bringen, dann bringt es halt teilweise echt nichts, die Gegner zu bekämpfen. So, wollen wir wieder ein paar neue Charaktere. Der Ninja, der Elektro-Ninja, der hat eine Batterie auf dem Rücken. Den finde ich super cool, ehrlich gesagt. Ja. Wir haben alle wieder eine sehr schöne Optik. Ja. Aber mein persönlicher Favorit von denen ist tatsächlich der Batterietyp. Ja. Technical. Okay, die sind beide neutral. Die werde ich wahrscheinlich erst am Ende machen. Machen wir erstmal den Batteriekumpel. Aber ich finde das mit der Batterie finde ich irgendwie clever. Ich finde das irgendwie super. Ja, ne? Mit seinem komischen Messer, dass das irgendwelche Antennen sind. Finde ich schön. So. Ah, der hat ein wenig Chance. Aber das Design finde ich auf jeden Fall sehr interessant von dem einen. Ich finde die alle schön, wie gesagt, also sind alle sehr stimmig. Ja. So, der ist gleich weg. Ah, okay, da hat er jetzt so eine Aura angehabt, okay. Bei den verschiedenen Angriffen, die es teilweise hier gibt, ist es teilweise schwierig zu erkennen, was ist denn da an der Stelle was. Denk-Ninja, ja. Ich denke, das wird irgendwas mit dem Denk zu tun haben, also mit Memes oder irgendwas. Okay. Ja, ist auch nicht. So. Die beiden finde ich ansonsten relativ harmlos, die beiden oben jetzt. Der eine hat zwar jetzt irgendeinen abgefahrenen Gruppenangriff gehabt, der einen bestimmten angreift. Aber so schön waren die jetzt bisher nicht. Ja. Machen wir jetzt hier erstmal Fokus auf den. Ui, cool. Sieht zumindest cool aus, muss man sagen. Ja. Also das haben sie so schon cool gemacht. Ah, ui, das den musst du also mit Magie. Oder ist es weg jetzt? Nee, das ist jetzt weg wahrscheinlich. Probiere ich noch mal kurz. Machen wir noch mal den hier. Okay. Jetzt gehen wir mal her. Okay, das hält tatsächlich noch eine Runde. Mhm. Okay, und dann musst du also noch mit Magie angreifen. Mhm. Ja, das geht mal. I'm warning you. We're gonna send you tumbling down those stairs. Aha. This keeps happening. Welche Stairs? Anscheinend gibt's noch weiter vorne ein paar Stairs. Okay, der verteilt auf jeden Fall einen Haufen Debuffs, der eine Typ, und der andere ist ja mehr oder weniger der
Anführungszeichen Damage Dealer. Aber mein Gott, während der seine komische Trap da immer bereit hat, greife ich halt den anderen an, regeneriere ein bisschen Mana und mach den dann voll ins Blatt. Voll entspannt hier. Ich glaube, ich kann sogar auf mehrere Shotgun machen, einfach mal hier. Ja, der Damage ist nicht so überragend, aber passt schon. Wobei das mit der Trap natürlich schon ein bisschen nervig ist, muss man sagen, aber... Ah, das geht schon. Das geht schon, ja. Die paar Debuffs, die deine Typ da verteilt, halb so wild das Ganze. Aber ich weiß nicht, nochmal Vogel. So viel Schaden machen die wirklich nicht. Na komm. Manchmal lässt sich der Vogel nicht Zeit. Ja. Bim. Vor allen Dingen, ich kann es jetzt nicht wirklich erkennen, ob das nach ein paar Runden weg ist oder sowas. Ich glaube, der hat aber auch, wenn er eine gesetzt hat, auch keine, nicht den nochmal eingesetzt. Ich glaube, die bleibt so lange da, bis du einmal reintrittst. Mhm. Mal den wenigstens ein bisschen Defense low machen an der Stelle. Okay, okay, so viel zu dem. Lower the Death gehabt, ne? Ja, das auch. Sind cool animiert, die beiden, aber ganz schön gefährlich hier. So, machen wir aber gleich eh den Bagger-Abschluss. Beide mit dem Bagger killen, das wäre natürlich ein richtig geiler Move. Die werden jetzt beide mit dem Bagger gekillt. Außer, ja, egal, ich mach trotzdem Bagger-Kill. Ja. Ist ja zum Glück kein Finale, wo die Charaktere rausscheiden, wenn ich die einfach liegen lasse. Wie Flamegold auf dem Boden liegt, ey. Einfach platt und alle haben noch Gesicht nach unten. Oh. Das sind die Stairs, die sie gemeint haben. Okay. Aber mit einem, das finde ich zum Beispiel relativ fair, wenn das Spiel sagt an der Stelle, okay, die Gegner, die Charaktere sind zwar platt, aber mit einem HP kommen die dann quasi zurück in der Overworld. Ist okay. Finde ich okay. Oh, bling, bling. Bling, bling. Okay, noch eine Truppe, Alter. Jetzt schmeißen die gerade ganz schön mit Gegnern um sich hier. Ja, ist doch cool. Ja, her damit. Ist auf jeden Fall spannender als die Random Encounter. Oh, besser als die Mimics. 1000-mal besser als die Mimics. Ja,